Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Plus Minus. Kleine Frage zu Beginn der Sendung. Schätzen Sie mal, wie viele Eier in Deutschland jährlich verkauft werden? Die Zahl könnte Sie wirklich überraschen, die ist riesig. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück, weil es nämlich um die Kontrolle dieser Eier geht. Vorher tauchen wir ab in die Virtualität. Es ist noch gar nicht lange her, da hat Google Straßen und Häuser fotografiert und sie anschließend ins Netz gestellt. Google Street View heißt das. Datenschützer gingen auf die Barrikaden, Anwohner ließen ihre Häuser auf diesen Fotos verfremden. Dabei war Google Street View wohl nur ein kleiner Vorgeschmack auf ein viel, viel größeres Geschäft. Denn nachdem sich der Protest erstmal gelegt hatte, da will Google jetzt nicht mehr vor, sondern in die Häuser schauen. Wollen Sie sich im Internet beim Zeitschriftenkauf wiederfinden, beim Eisessen oder etwa beim Sporttreiben im Fitnessstudio? Aber von vorn. Frank Schulz ist in seinem Element. Überzeugungsarbeit für ein neues Geschäftsmodell. Er ist einer der Fotografen, die Google angeworben hat. Für ihren neuen Dienst. Innenansichten von Läden für das Internet. Ähnlich wie Street View, nur eben jetzt von innen. Habt ihr davon schon gehört? Ich jetzt noch nicht direkt. Also ich kenne Street View. Ich meine, da kann man ja auch schon, ich glaube, da kann man ja auch schon dann die Fronten kann man ja dann sehen. Oder die sind ja dann markiert. Also wirklich reingehen, das kann ich noch nicht. Und so soll es funktionieren. Eine virtuelle Tour im Netz. Hier ein Beispiel aus Amerika. Klick für Klick im Laden flanieren. Ein erster Überblick für den Kunden und mehr Aufmerksamkeit für lokale Unternehmen, verspricht Google. Das will Frank Schulz jetzt den Kölner Fahrradkurieren schmackhaft machen. Und interessiert? Privat ist das natürlich eine andere Sache. Also ich würde im Leben nicht wollen, dass jeder weiß, wo ich wohne und wie es da drin aussieht vor allem. Also, ne, aber ich meine, das ist hier ein Geschäft und da zeigen wir uns nach draußen. Werbung für lokale Läden. Nach Street View jetzt der Gang ins Innere. Was steckt hinter dem neuen Geschäft? Gerade diese lokale und diese soziale Werbung sind enorm wichtig für Google, weil sich der Großteil unseres Lebens tatsächlich in unserem lokalen Umfeld befindet. Und je mehr Google natürlich weiß über ihre Nutzer, je mehr Google weiß, in welchen Läden sie einkaufen, wo sie gerade sind, in welchem Umfeld oder für welche Produkte sie sich interessieren, umso mehr, umso bessere Anzeigen kann Google schalten. Und das bedeutet natürlich auch ganz klar mehr Profit für diese Suchmaschine. Die Innenpanoramen gibt es auch schon in Deutschland. Beispiel eine Konfiserie in Bonn. Bevor man real reingeht, kann man das Schokoladenangebot online abchecken. Auch über das Smartphone. Und Google bekommt immer mehr wertvolle Informationen darüber, welche Läden uns interessieren. Präzise in unserem Umfeld. Für manche Kunden zu viel der Einsicht. Also wo ist die Grenze? Und wo fängt das an, wo hört es auf? Also ich finde es schwierig, ganz schwieriges Thema. Wie meinen Sie das? Welche Grenze oder was ist daran schwierig? Was meinen Sie damit? Ja, Eintritt in Teamsphären, dass alles offengelegt wird. Immer mehr alles offen und man kaum noch die Möglichkeit hat, sich da irgendwie abzugrenzen. Begünstigt auch noch durch das Smartphone, sammelt Google immer präzisere Daten von uns. Das Geschäftsmodell ist ja wirklich dann eben eine Werbung auf der einen Seite für das Unternehmen, aber auf der anderen Seite eben das Verhalten der Kundinnen und Kunden zu erfassen, zu analysieren und sie sozusagen dadurch auch manipulierbar zu machen. Das, denke ich, ist eine ganz, ganz fatale Entwicklung. Und wie sieht es mit Aufnahmen von Kunden im Geschäft aus? Rechtlich eine andere Situation, als zufällig auf der Straße fotografiert zu werden. Auch der Fotograf ist hier verantwortlich. Frank Schulz macht die Panoramabilder oft nach Ladenschluss, ohne Kunden und Mitarbeiter. Doch von deutschen Läden finden wir auch Innenansichten mit Personen im Bild. Hier gilt, eine explizite Einverständniserklärung muss vorliegen. Dazu schreibt uns Google: Wir erwarten, dass der Geschäftsinhaber und der Fotograf die Kunden über die Fotoaufnahmen zum Schutz ihrer Privatsphäre in Kenntnis setzen. Und? Wir unterstützen mit einer State-of-the-Art-Verwischungstechnologie, sodass Gesichter von Kunden als auch von Angestellten in dem Bildmaterial unkenntlich gemacht werden. Aber reicht das? Ein Beispiel aus einem Fitnessstudio in Berlin. Ob die Personen hier über die Veröffentlichung tatsächlich Bescheid wussten, wissen wir nicht.
Ihr Gesicht wurde zwar verpixelt, eine Identifizierung könnte aber trotzdem möglich sein. Es gibt viele Menschen, die sich extravagant kleiden. Es gibt Utensilien, eine Handtasche, die vielleicht so einzigartig sind, dass sie eben eindeutig erkennbar sind. Und eine Person lässt sich nicht nur an einem Gesicht identifizieren, sondern eben an diesen vielen Kleidungsstücken, Utensilien und Ähnliches. Und das hat zur Folge, dass diese Personen identifizierbar sind. Die Daten sind weltweit abrufbar. Manchmal ist es nur ein Zufall, dass dann sowas bekannt wird, dass jemand am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewesen ist. Aber unter Umständen kann sogar sowas auch gezielt gesucht werden und kann dann eben zum Nachteil des Betroffenen verwendet werden. Und bei Google Street View gibt es bis heute Schwierigkeiten mit dem Verpixeln, so unsere Recherchen. Hamburg, Reeperbahn. Diese Personen wurden von Plus Minus nachträglich unkenntlich gemacht, nicht von Google. Bei Beanstandungen muss der Betroffene auch beim neuen Businessprogramm selbst tätig werden und auf den Link Problem melden klicken. Das Bild im Netz kann dann geändert oder entfernt werden, heißt es bei Google. Aber was ist mit gespeicherten Bildern auf dem Server? Werden auch dort Bilder unkenntlich gemacht oder sogar gelöscht? Darauf reagiert Google ausweichend. Zitat: Die Verwischung innerhalb von Business-Fotos findet naturgemäß nur auf die darin hochgeladenen Bilder Anwendung. Ob Bilder also in irgendeinem Server auf der Welt von Google unverändert im Original gespeichert werden, hat uns Google nicht gesagt. Ich finde diese Angebote eine Katastrophe aus Datenschutzsicht, weil sie im Prinzip dazu dienen, eben noch mehr Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu sammeln. Aber ich denke, insgesamt sollten wir hier sehr viel sensibler sein, insbesondere nachdem wir wissen, dass die Daten nicht bei Google bleiben, sondern eben dann auch noch an NSA und andere Sicherheitsbehörden in den USA weitergegeben werden. Der neue Dienst steckt bei uns noch in den Anfängen. Für Fotografen wie Frank Schulz eine neue Einnahmequelle. Was Google aber mit den neu gewonnenen Daten unternimmt, kann man nur ahnen. Ob Datenschutz und Persönlichkeitsrechte beachtet werden, ist kaum noch nachvollziehbar. Unter plusminus.de finden Sie das ganze Interview mit dem Datenschützer und weitere Hinweise für uns Verbraucher.